Du hast irgendwas. Gemeine. Händler, kein Händler. Ach, ist das vielleicht eine von denen hier? Erdbügel ist wiederhergestellt. Die Stadtwache meldet, dass die heulende Katastrophe auf dem Turm geendet hat. Der Wiederaufbau hat begonnen. Kann ich da jetzt hingehen und dann ist alles wieder in Ordnung? Da ist Lora. Hallo, Lora. Greetings. Es freut mich, immer ein vertrautes Gesicht zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Ich untersuche einige Vermisstenfälle. Ich habe gehört, dass deine Schwester verschwunden ist. Loras Stimme senkt sich zu seinen Flüstern. Ich dachte nicht, dass mir jemand helfen würde. Als Cora verschwand, habe ich es in der Dünnritstraße versucht, bei den Schmelzigelrittern, selbst bei den Dutzenden hier. Sie zeigt mir mit den Daumen auf das große Gebäude hinter ihr. Ach, das sind die Dutzenden. Na gut, die mögen mich nicht. Ja. Niemand hatte die Zeit, nach einem verschwundenen Mädchen zu suchen. Sie beißt sich auf die Lippe. Das war vor 3 Wochen. Wenn ich dir irgendetwas sagen kann, was helfen könnte, frag einfach. Erzähl mir von Cora. Sie ist meine kleine Schwester. Sie war schon immer eine Träumerin. Sie war überzeugt, dass etwas Besonderes auf sie warten würde. Dass man sie an sich erinnern würde. Und sie glücklich und wichtig werden würde. Lora schüttelte den Kopf. Sie hat jede Menge Herz, aber nicht annähernd so viel Engagement. Aber als sie diese Stelle beim Theater bekam, da dachte ich, sie würde sich ändern. Oh. Also alle 3 tatsächlich. Ja gut. Ich bin gespannt, was die mit denen machen. Dass die alle verschwinden. Ist natürlich ein bisschen seltsam, ne? Was hat Cora zu der Zeit ihres Verschwindens gemacht? Sie war gerade einer Theatergruppe beigetreten. Sie hieß, Lora runzelt die Stirn. Du weißt es, konzentriere dich. Das Sternenfest, genau. Sie war ziemlich unerfahren, Lora zögert. Ich glaube, deswegen war sie so aufgeregt, dass sie eine Rolle bekommen hatte. Ich fürchte, mehr weiß ich nicht darüber. Wann und wo hast du deine Schwester das letzte Mal gesehen? Sie war bei uns zu Hause und hat sich auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Das war vor 3 Wochen. Hast du Cora mit jemandem gesehen, als sie verschwand? Sie ist gerne unter Menschen. Sie stand schon immer gerne im Mittelpunkt. Ich fürchte, weiter kann ich es nicht einschränken. Alles klar. Mehr muss ich im Moment nicht wissen. Danke. Lora legt beide Hände über ihr Herz. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet, einfach nur zu wissen, dass tatsächlich jemand nach ihr sucht. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nein. Ja, dann müssen wir jetzt mit Lumdala reden, würde ich sagen. Weil alle andere sind Sackgassen und Lumdala hat definitiv mit 2 Personen zu tun. Und die dritte müsste sie eigentlich auch kennen. So. Na dann, mal los. Hail, Traveler. Eigentlich sollte ich diese Zeit nutzen, um mich in meine Rolle einzudenken. Ich würde gerne wissen, ob eine Frau namens Cora Teil eures Trupps war. Der Name sagt mir nichts. Sie scheint plötzlich auf die Länge ihrer Fingernägel fixiert zu sein. Seltsam, ihre Schwester sagte, sie gehöre zum Sternenfest. Du kannst dir die Texte verschiedener Rollen merken, aber nicht den Namen eines Mitglieds einer Truppe? Meine Arbeit erfordert große Konzentration. Sie schnippt frustriert mit ihren Fingerspitzen. Ich habe keine Zeit, mit den Namen jedes Naivlings zu merken, der sich unsere Truppe für eine Woche anschließt. Für einen Bewunderer kann ich wohl einen Augenblick entbehren. Ich suche nach Kendall. Anscheinend ist eure Gruppe beigetreten. Keinerlei Erfahrung. Miserabler Schauspieler. Klingt das vertraut? Sie kneift die silbrigen Augen zusammen. Ich weiß nicht, wer dieser Kendall ist oder warum du unsere Schauspieler schlecht reden willst. Aber sei versichert, dass wir selbst aus den unerfahrensten Anfängen eine befriedigende Darbietung herauskitzeln können. Alter. Oli sagt, sein Freund Landray sei zuletzt mit dir gesehen worden. Lumdala lacht laut los. Der Trunkenbold ein anderes Geschenk? Männer reden sich gern ein, dass eine schöne Frau ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt, als sie es tut. Die bleiche Ritterin höchst selbst könnte in dieser Kaschemme spazieren und er würde glauben, sie wäre nur dort, um auf einen Schoß zu sitzen und sich eine schlüpfrige Geschichte anzuhören. Sagani wendet sich mit verschmitzten Augen zu dir. Da fällt mir ein, kennst du den von den Fischerinnen und den flüssigen Eislutscher? Sie blickt sich um. Vielleicht erzähle ich ihn lieber ein anderes Mal. Was? Einen langflüssigen Eislutscher? Alter, was? Ich vertraue seinem Wort mehr als deinem. Er hat nichts zu gewinnen, indem er mich anlügt.
Sie rümpft die Nase. Nichts als ein wenig Bewunderung unter Betrunkenen. Die Männer im Gasthaus prahlen mit Eroberungen, von denen sie nicht nur träumen können. Aber dich scheint es mit deiner Darbietung, überzeugt zu haben. Es gibt eine Verbindung zwischen dir und drei kürzlich verschwundenen Personen, von denen du angeblich nichts weißt. Zu mehr ist deine berühmte Schlagfertigkeit nicht imstande? Sie seufzt und blickt in den Himmel. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich habe eine Aufführung. Der junge Mann tritt an deiner Seite, den Blick starr auf die andere Schauspieler gerichtet, die Stimme ein Flüstern. Komm zu Ludamnas Haus, ich weiß, was vor sich geht. Der Kadal, okay. Er klatscht in die Hände und pfeift den anderen Schauspielern zu. Sehr gut, wirklich, sehr gut. Triff dich mit Kadal. Hey. An Ludamnas Haus? Da stimmt aber was nicht, ne? Na gut, wir gehen mal hin. Ja, wir werden jetzt bestimmt angegriffen. Ich mache mich schon mal auf den Kampf bereit. Also, bereite mich schon mal auf den Kampf vor, so. Ja, gut, okay, dann machen wir mal. Jetzt kommen wir tatsächlich wahrscheinlich in den Raum rein, der zu ist. NSCs mit goldenen Namensplaketten wurden von Bäckern gestaltet. Interagiere mit ihnen, um die Möglichkeiten zu haben, die einzigartigen Geschichten, bla bla bla, bla 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 bla. So, dann gehen wir mal. Mach mal den Schnellmodus. Ah, ich wollte den Schnellmodus ausmachen. Mist. Ein junger Mann taucht vor dir auf. Aufgeregt und zitternd. Du, ich habe dich mit Lamdala gesehen. Beim Amphitheater. Ich weiß nicht, was du mit ihr zu schaffen hast, aber ich will aus dieser scheußlichen Sache aussteigen. Ich komme nur, um meine Sachen zu holen. Lass mich einfach gehen, ja? Was willst du von mir? Beruhige dich und atme tief durch. Sag mir, was vor sich geht, damit ich helfen kann. Sehen wir jetzt erstmal was zu deiner Verteidigung. Ja, mach mal das. Er nickt und holt tief Luft. Danke, aber es bleibt nicht viel Zeit. Ludamnas ist hinter mir her und ich muss hier verschwinden, vielleicht sogar aus der Stadt. Kadal greift langsam in einen Beutel und holt einen kleinen Schlüssel hervor. Damit öffnest du die Tür hinter dir. Dahinter führt ein Gang hinab zu einem Theater. Er schaudert. Es ist einfacher, wenn du es selbst siehst. Okay. Er leckt über seine Lippen. Nachdem ich dir geholfen habe, musst du mir versprechen, dass du meinen Namen da raushältst. Sagane blickt Kadal angewidert an. Folge den Geiern und du findest das Aas. Geh einfach. Ich werde dich nicht erwähnen. Ich will nur verhindern, dass noch jemand verschwindet. Was du in der Vergangenheit getan hast, ist mir egal. Ich werde dich nicht erwähnen, das wäre Lügen. Das kann ich nicht tun, da muss ich ehrlich sein. Auf gar keinen Fall. Du warst daran beteiligt und du musst die Konsequenzen tragen. Ja. So einfach ist das nicht. Kadal schüttelt den Kopf, frustriert und in Panik. Aber wenn du nicht hören willst, dann kann ich dich nicht gehen lassen. Der junge Mann greift mit zitternder Hand nach einem Dolch und seinem Gürtel. Och, ich wollte dich doch nicht töten. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Bin mal gespannt. Oh, jetzt sollten wir erstmal schleichen und hier umgucken. Ein Buch. Die schmiedende Ritter, eine kurze Geschichte über das haben wir schon. Hier was. Okay, was haben wir hier? In diesen Regalen finden sich verschiedene Theaterstücke aus der ganzen Welt. Okay, was haben wir hier hinter? I shall do as you ask. What you ask is done. Gut, wir haben uns aufgemacht. Speichern, gehen rein. Lebt jetzt damit, dass er tot ist, mir egal. Zack. Zwischen Helmen und Brustharnischen aus Blech sind eine Handvoll Dolche gezwängt, die sich für Requisiten zu scharf anfühlten. Ich weiß ja nicht, was passiert ist hier, aber. Was ist denn das? Münzstapel? Okay. Was haben wir da? Nochmal eine Waffe. Alles klar, gut. Dann, gucken wir mal, was da unten drunter ist. Gucken wir denn jetzt aus? Aber nicht in den Katakomben, oder? Haben wir in den Katakomben noch irgendwelche Räume, die wir zu hatten? Und ich oh, nee, was ist das denn? Ein Schal? Warte mal. Das sind die Katakomben. Aber in der Tat in einem Raum, in dem wir sonst nicht reinkommen. Okay.
Okay. Tempel von Vödika, genau. Hier ist was fertig. Gucken wir mal eben. Belohnungen 25% Erfahrung, Handschuhe des Celebranten. 500 bis 1000 Kupferstücke im Schatz, durchschnittlicher Gegenstand. Läuft ab in 24 Stunden. Wirkungsdauer 3 Runden. Also ich kann jetzt da nicht hingehen. Wirkungsdauer 3 Runden? Seit dem Ende des Kriegs des Heiligen versammeln die Dürrwalder sich an der Brücke von Evon Devre, und um der 12 Helden zu gedenken, die ihr Leben gaben, um St. Weidwen zu besiegen. Dabei ist der Brauch entstanden, dass die Magranpriester, welche die Prozession anführen, zum Abschluss ein Trauerlied singen. Als der Priester dieses Jahr versuchte, das Trauerlied zu singen, schwoll seine Zunge in seinem Hals an und starb vor der versammelten Menge einen qualvollen Tod. Als einen Monat später ein anderer Priester versuchte, das Trauerlied zu singen, erlitt er dasselbe Schicksal. Manche glauben, die Götter seien schuld an dem Tod der Priester, andere verdächtigen rachsüchtige Red Kreaner. Wer auch der Schuldige sein mag, die Priesterschaft Magrans und die Soldaten der Götterhammer Tidelle wollen, dass es zur Rechenschaft gezogen wird. Bringen wir mal Arlof dahin. Noch etwas. Oh, was bauen schon wieder? Nein. Hier können wir was looten. Okay, ja dann. Something here calls to me. Okay. Ach, hör auf. For real. Oh, auf der anderen Seite kann ich das nicht öffnen. Das ist interessant. Okay, wir gucken uns mal den Schal an. Wir speichern aber vorher. Und machen einen Modus aus. Sicher, sicher. Man weiß ja nicht, was passiert. Ein einfacher Seidenschal liegt zerknüllt auf den dreckigen Fliesen. Er strahlt Essenz aus, wie Hitze, und je näher du kommst, desto mehr spürst du eine verwirrende Mischung aus Freude, Überraschung und Schmerz. Den Schal aufheben. Du hältst den Schal und konzentrierst dich auf ihn. Die Welt um dich herum bewegt sich. Auch in dir bewegt sich etwas. Der glatte Stoff liegt immer noch in deinen Händen. Doch du befindest dich in einem kleinen, gemütlichen Haus. Lura blickt von dem Schal zu dir und fragt dich, ob er dir gefällt. Sie lächelt, weil dir die Antwort ins Gesicht geschrieben steht. Das war's vor 4 Jahren. Und du trägst den Schal noch immer an Tagen wie heute. Schließlich hast du ihn an den Tag getragen, an dem du der Schauspielerin mit den silbrigen Augen das erste Mal begegnet bist. Warum sollte er dir also heute nicht auch wieder Glück bringen? Er liegt um deinen Hals, weich und warm und wohltuend. Der dritte Akt ist zur Hälfte vorbei und du spürst die Augen des Publikums auf dir. Hungrig und aufmerksam. Zuerst warst du nervös, als diese Frau dich nach hier unten gebracht hat. Du hast dich gefragt, auf was für eine Aufführung du dich wohl eingelassen hast. Aber es läuft besser, als du es dir hättest erträumen können. Du beendest deinen Monolog und der Schal um deinen Hals wird enger. Er wirkt deinen letzten Satz ab, was hochnotpeinlich ist, denn dein Debüt verlief bis dahin so gut. Als du versuchst, den Schal abzunehmen, schnürt er sich nur noch enger zu. Du bist verwirrt und blickst ins Publikum, in der Hoffnung, jemand würde dir zu Hilfe eilen. Dann siehst du ihre Augen und diese hungrigen, aufmerksamen Blick. Und du begreifst, die Bühne verschwindet in schwarzer Dunkelheit. Dann siehst du ihre Augen und diese hungrigen, aufmerksamen Blick. Blicke wahrscheinlich. Ich begreife das jetzt nicht so ganz. Aber der Schal hat ihn umgebracht. Okay. Der Schal fällt dir aus den Händen und schwebt zu Boden. Aber Koras Seele bleibt zurück, gefangen zwischen einem vertrauten Symbol und einer Frage. Sie will wissen, aber sie will sich auch zurückziehen. Was ist dir geschehen? Es war eine Tragödie und ein großes Unrecht. Dein Leben war kurz, aber glücklich. Du hast wahre Erfüllung erlebt, bevor du starbst. Das ist nur wenigen vergönnt. Wenn du dich in einen leeren Traum klammerst, führst du nur zu Schmerz. Du musst einen Weg finden, weiterzuziehen. Du hattest die Liebe deiner Schwester und deinen Mut, deine Träume zu folgen. Findest Trost darin, während du deinen Weg in den nächsten Leben findest. Was hast du erwartet? Selbst deine Schwester wusste, dass du eine grauenhafte Schauspielerin bist. Du warst naiv. Ein großes Unrecht, ja. Die Seele blitzt vor Schmerz und Wut auf, bevor sie wieder in das Gewebe des Schals versinkt. Kehre zu Kuren im Haus Hardred in Farnheim zurück. Was ist denn hier, Velour? Lundana tritt aus dem Schatten hervor. Ihre silbrigen Augen leuchten im Dunkeln.
Sieh an, wen das mal nicht unser Freund aus der Dunritstraße ist. Was willst du? Woher weißt du, dass die Dunritstraße mich angehört hat? Rational 2. Nicht nur du kannst 2 und 2 zusammenzählen. Sie verschränkt die Arme und hebt das Kinn. Außerdem werden wir Schauspieler nicht für unsere Diskretion bezahlt, weißt du? Kardal hat dich gewiss mit einer beeindruckenden Darbietung um Gnade angefleht. Aber er hat sich selbst überboten, als ich kam. Anjammert, dass er nicht mehr Engagement für unser... Engagement für unser Handwerk gezeigt hat. Ein grausames Grinsen spielt über ihre Lippen. Er war immer sehr leicht zu motivieren. Du bist ein Monster. Wie konntest du das diesen Menschen antun? Sie winkt mit einer Hand ab. Die Fingernägel frisch gepflegt. Ganz einfach. Meine Gäste wissen wahre Kunst zu schätzen. Und sie bezahlen gut dafür. Die Schauspielerin dagegen, sie zuckt mit den Achseln. Sie waren niemande. Durch ihren Tod habe ich ihrem Leben einen Sinn gegeben. Ist es nicht vielsagend, dass die Behörden sich nie die Mühe gemacht haben, nach ihnen zu suchen? Ich begreife jetzt noch nicht so ganz, was hier eigentlich genau abgeht. Waren das Leute, die gerne gesehen haben, wie Leute umgebracht werden, oder? Was willst du? Sie mustert dich. Ich habe einen Vorschlag. Wenn sie dir eine Rolle anbietet, dann hoffentlich eine Hauptrolle. Ich höre. Ich organisiere meine Aufführung für gewisse wohlhabende Mäzene. Einer von ihnen wäre ein besonders großer Fang. Du willigst in einem Waffenschildern ein und ich gebe dir seinen Namen. Warum ist das für mich eine bessere Abmachung? Sei nicht naiv. Du hast Prinzipien. Du willst Trutzbruch doch helfen, oder nicht? Die Bewohner von jenen retten, die ihnen schaden wollen. Betrachte es von folgender Warte. Ich befriedige nur eine Nachfrage. Ich biete dir den Mann, der meine Aufführung durch sein Geld und seine Verbindungen überhaupt erst ermöglicht hat. Okay. Wunderbar. Der Mann, nach dem du suchst, ist Fürst Gedderman. Suche ihn selbst in Farnheim auf oder melde ihn den Behörden. Mir ist es gleich. Und nun sollten wir von der Bühne abtreten. Ich habe ein etwas dramatisches Ende im Sinn. Weil du bist auch dran. Tut mir leid. So. Ich begreife wirklich nicht so ganz, was hier eigentlich abgegangen ist. Haben die dann den gegessen oder was haben die mit dem gemacht? Oder wollten die einfach nur zugucken, wie jemand umgebracht wird? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber gut. Ich finde das immer noch seltsam hier. Also. Ich finde es seltsam. Ja, ich finde es seltsam. Sorry, ich verstehe jetzt gerade nicht so ganz, was hier abgegangen ist. Versteht Questex was drin? Weil das ist für mich. Ja, sie hat ihn getötet, okay. Die anderen zwei wahrscheinlich auch, aber. Hä? Ich meine einfach nur, hä? So, trinken wir mal kurz was. Eieieiei. So. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, Questtext. Lulana berichtet mir von ihrem neuesten Stammgast, einem Adligen aus Farnheim namens Fürst Gedderman. Die Dunritstraße würde ihn sicher gerne verhören, aber ich könnte ihn auch selbst konfrontieren. Gedderman, okay, ich habe Lundana getötet. Sie wird keine Aufführungen für ihre Gäste mehr abhalten. Ich habe herausgefunden, dass Lundana die Vermissten ermordet hat, im Rahmen von besonderen Aufführungen in einem versteckten Theater. Ja, okay, es ging einfach darum, dass sie die umbringen soll. Und die gucken da gerne zu oder so. Im Prinzip Hostel. So ein bisschen. Also wer den Film kennt, Hostel. So ein bisschen. So in dem Sinne so ein bisschen. Nur dass die Leute die nicht selber umbringen, sondern nur zu gucken, wie jemand umgebracht wird. Ich verstehe das nicht. Also, ja,
der Dunritzstraße, also hier aus Farnheim, ja. Da müssen wir jetzt sowieso hin. Gucken wir mal eben, was mit dem Theater jetzt ist. Dum-di-d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 um. Da ist jetzt überhaupt nichts los. Alle eigentlich. Okay, ja, dann gehen wir mal hier. Zack. Gehen wir mal nach Farnheim. Ich finde das ein bisschen. Naja. Naja, gut. Fürst Gellerman, da haben wir ihn. Speichern mal. Du bist ein komischer Typ. Hail and well met. Fürst Gellermans Roben sind von einfachem, bescheidenem Schnitt. Anders als die Adligen um ihn herum, trägt er nur einen einzigen Goldring. Er blickt dich freundlich und offen an. Du bist also der Neuankömmling, der in Trautsburg so eifrig war. Es freut mich, dich kennenzulernen. Wer bist du? Ich gehöre zwar zum Adel von Farnheim, aber bitte urteile nicht so streng über mich, er lacht. Meine Vorfahren waren zu Zeiten von Duke Hedred erfolgreiche Händler und ich habe die Ehre, für die heutige Verwaltung philanthropische Werke zu verrichten. Ich verbringe viel Zeit hier draußen, um meinesgleichen zu überzeugen, mehr für wohltätige Zwecke zu tun und zu geben. Doch die meisten von ihnen kommen nur nach Ondras Geschenk, um dieses Bordell aufzusuchen. Und deswegen guckst du gerne Leute beim Kitz. Weiß von deiner Nähe zum Sternenfest. Du, was? Schweißperlen treten ihm auf die glatte Stirn. Ah, bei den Göttern, ich weiß, es klingt fürchterlich, aber bitte höre mich an. Sag, was du zu sagen hast. Er hält inne. Als er wieder spricht, klingt seine Stimme trocken und gebrochen. Es ist eine Krankheit. Das Böse verdirbt meine Seele. Ich habe alles versucht, aber Lumdalas Aufführungen beruhigen mich, wie es die Behandlungen im Sanatorium niemals können. Sein Blick ist abwesend, starr. Die letzten Augenblicke eines Menschen zu beobachten, den Moment, in dem die Seele in das nächste Leben übertritt. Es ist einzigartig. Als ich jung war, ging ich mit meinem Pferdvater auf die Jagd und sah die Hirsche durch seine Pfeile fallen. Doch nun... Sein Gesicht verzerrt sich zu einer verbitterten Maske. Die Götter in ihren unendlichen Weisheit haben mich so gemacht. Ich kontrolliere meine Krankheit so gut, wie ich es kann und verbringe mein Leben damit, Bedürftige zu helfen. Ich tue, was ich kann, um diesen Makel auf meine Seele auszugleichen. Ich erwarte nicht, dass du meine Taten gutheißt, aber ich liefere mich nicht aus. Ich muss glauben, dass die Götter eines Tages, wenn ich weiter für das Allgemeinwohl arbeite, diese Last von mir nehmen werden. So viele Menschen ich auch geschadet habe, ich habe Hunderten mehr geholfen. Das müsste sich für mich lohnen. Gut, ich lasse dich vom Haken. Jemand muss dafür bezahlen, ja. Ja, ich weiß. Gellermann seufzt und zieht einen Ring aus seiner Tasche. Ein Siegelring des Hauses Raymond, für Linette angefertigt. Präsentiere ihn als Beweis und man wird dir glauben. Nee. Warum sollten wir Linette Raymond die Schuld in die Schuhe schieben? Das Mädchen ist krank. Es würde niemanden überraschen, auch mich nicht, wenn sie so etwas tun würde. Er blickt den Ring in seiner Hand an. Ich bin nicht stolz darauf, dich das zu bitten. Aber sie würde niemals in der normalen Gesellschaft leben können. Vielleicht gelangt sie so aus dem Haus ihres Vaters und bekommt die Pflege, die sie benötigt. Was? Was? Das werde ich nicht tun. Nein. Tu, was du tun musst, aber ich lasse nicht zu, dass der Name meiner Familie durch den Schmutz gezogen wird. Bevor du reagieren kannst, klappt Gellermann ein Geheimfach in einem großen gravierten Ring auf. Er legt den Kopf in den Nacken und wirft den Inhalt des Rings in den Mund. Kaum hat er ihn hinuntergeschluckt, stürzt er nach vorne und umklammert seinen Hals, während sich sein Mund zu einem stummen Schmerzensschrei verzerrt. Nach wenigen Sekunden ist er tot. Hat sich selber umgebracht.
Das Anwesen der Raymond ist hier. Wer ist denn die Nette, bitte? Haben wir die schon getroffen? Wir haben doch oben alles ausgeräumt mittlerweile, oder? Fürst Raymond. Eine nette Raymond. Hi. Und schließt sie langsam ineinander. Hey. Okay, die ist wahrscheinlich wirklich krank. Aber hätten wir ihr damit geholfen? Aber dann hätten wir immer noch einen Typen draußen, der da über Leichen geht. Das ist nicht so ganz meins. Das tut der Red, der Fürst da oben auch, den wir am Leben gelassen haben, aber. Da wollte der andere auch über Leichen gehen. Das ist irgendwie. So. Nee, Quatsch. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier muss ich jetzt, glaube ich, hin. Auf jeden Fall mal interessant, was hier so geht. Effekte, die sich auf dieselbe Eigenschaft auswirken, schließen sich oft gegenseitig aus. Okay. Das muss ich jetzt nochmal nachlesen. Schließen sich oft gegenseitig aus. In diesem Fall verwendet das Spiel nur den jeweils höchsten Bonus dieser Art. Ach so, ich kann also nicht immer höher pushen. Alles klar. So. Hail and well met. Kurin spitzt die Ohren. Bringst du vielleicht Neuigkeiten? Ich habe die Vermissten gefunden. Ja, du warst seit unserem letzten Unterhaltungen wohl überall in Trotzbruch. Deine Wasser im Augen mustern dich. Was hast du herausgefunden? Die wurden alle ermordet. Eine Frau namens Lumdala hat sie als Teil ihrer Darbietung getötet. Einige wohlhabende Theaterliebhaber haben dafür bezahlt, Aufführungen zu sehen, in denen Schauspieler ermordet werden. Eines der bekanntesten Mitglieder ist Fürst Gedderman. Jede Menge. Eine Frau namens Lumdala hat ein Theaterstück aufgeführt, in dem Schauspieler ermordet werden. Fürst Gedderman ist einer ihrer bekanntesten Stammzuschauer. Ja. Er zischt. Etwas Großes ist... Ich wusste es. Ich schicke meine Männer sofort los, sie zu suchen. Es gab gewisse Schwierigkeiten, fürchte ich. Kurins Stirn legt sich in Falten. Wie unerquicklich. Sie hätten uns gewiss erhellen können mit ihrem Wissen über viele faszinierende Verbindungen. Vielleicht hast du Überreste zurückgelassen, aus denen wir etwas lernen können. Du hast dich als findiger Ermittler erwiesen. Deine kluge Auffassungsgabe hat geholfen, einen schwierigen Fall zu lösen. Und gewiss viele Leben gerettet. Das war es wert, wenn damit die grausamen Verbrechen ein Ende haben. Mit den Schulterzug. Ich gehe dann. Freue mich, dass ich helfen konnte. Ja, nochmal das. Ich bewohne dein Eifer. Nimm das als Lohn für deine Dienste. Es war nicht leicht, diese Leute zu finden. Meine Hilfe ist doch sicherlich mehr wert als das. Ne, wir machen wohltätig. Das ist keine Belohnung nötig. Was? Danke für deine Großzügigkeit. Wir machen so. Kurin nickt. Danke für deine Hilfe. Die Dunrit-Straße und ich werden das nicht vergessen. Leb wohl. Mäßig positiv in Trotzbucht. Du hast 3000 Kupfer erhalten. Aber war ich nicht in Trotzbucht schon viel höher als mäßig? Ah, okay. Ich habe schon einen sehr guten Ruf in Trotzbucht. Ja, okay. Also da, hey. Da geht nicht mehr höher, glaube ich. Willst du noch Good irgendwas day, für mich Stranger. Ja, das ist nichts Neues hey. Hier. Alles klar. Wieder eine Quest abgeschlossen. Wir gerade eben auch sogar erst gekriegt haben. Ja, dann werden wir jetzt mal den Drachen aufsuchen gehen und das Ding verbuddeln, wa? Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, wo das jetzt sein soll, ehrlich gesagt. Hier. Hätte gerade einer. Ich soll die Schriftrolle wieder verstecken. Sie hat mich angewiesen, sie in den Schwarzauen unter dem Kopf des jungen Drachen. Ach, warte mal. Ist das das Skelett des Drachen? Ich glaube ja. Das machen wir einfach mal. Ab zu den Schwarzauen. Gucken, was dabei rauskommt. Ich stelle jetzt bestimmt, der Drache lebt bestimmt gleich wieder. Der Drache steht einfach auf und greift uns an und zerfetzt uns.
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Hofbecken der Leuchthülle ist abgeschlossen. Dann bauen wir doch direkt wieder was. Oh, wir haben so viel Geld auf einmal wieder. Wir hatten mal gar kein Geld mehr. Jetzt haben wir wieder zurzeit nicht bezahlt. Warum denn nicht? Verstehe ich nicht.